Heute möchte ich ein bisschen etwas über die Anatomie des Ohres erzählen. Wozu brauchen wir das Ganze? Naja, nicht nur für den normalen Anatomieunterricht, sondern auch zum Beispiel für die Ohrreflextherapie. Wir verschaffen uns jetzt mal einen Überblick über die wichtigsten Strukturen am äußeren Ohr. Ihr habt euch doch sicher schon gefragt, ob es Fachbegriffe für die ganzen komischen Knubbeln und Höckern am Ohr gibt. Und ja, die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Die haben tatsächlich alle einen eigenen Namen. Beginnen wir gleich mal mit der Rinne direkt neben dem Ohrrand. Das ist die Scapha. Außenrum um das Ohr haben wir die sogenannte Helix. Die Helix geht einmal rund um das Ohr und bildet quasi den Rand des Ohres. Die etwas weiter innen gelegene Aufwölbung heißt Anthelix. Also Helix und Anthelix sind durch die Scapha getrennt. Die Anthelix teilt sich am oberen Rand des Ohres in zwei Schenkel auf, in ein Crus anthelicis superius, das nach oben hin gerichtet ist, und ein Crus anthelicis inferius, einen unteren Schenkel. Direkt unter dem Crus anthelicis inferius finden wir eine Vertiefung, die sogenannte Zymba. Euch ist sicher schon mal die Vorwölbung aufgefallen, die den äußeren Gehörgang bedeckt. Die nennt man Tragus. Und wo es einen Tragus gibt, gibt es auch einen Antitragus. Die Ohrwurzel, die etwas oberhalb vom äußeren Gehörgang liegt, heißt Crus helicis und ist der Beginn der Helix. Der Fachbegriff für Ohrläppchen lautet Lobus oder Lobulus und das ist der fleischige Teil des äußeren Ohres. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Strukturen, und zwar die große Vertiefung vor dem äußeren Gehörgang. Das ist das Cavum Conchae oder die Concha. Und ganz oben durch Crus Anthelicis Superius und Inferius wird die Dreiecksgrube begrenzt, die sogenannte Fossa Triangularis. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Strukturen in der Zusammenfassung an und beginnen mit der Helix. Die Helix ist der gewundene Rand des äußeren Ohres, der sich von der oberen Einbuchtung des Ohres bis hinunter zum Ohrläppchen erstreckt und bildet quasi den äußeren Rahmen des Ohres. Die Anthelix liegt parallel zur Helix und ist eine prominente Falte, die sich vom oberen Teil des Ohres nach unten erstreckt und sich nahe der Mitte in zwei Schenkel teilt und durch die Scapha von der Helix getrennt ist. Die Fossa Triangularis, die Dreiecksgrube, ist eine kleine dreieckige Vertiefung in der oberen inneren Ecke des Ohres und liegt zwischen dem Crus Anthelicis Superius und Crus Anthelicis Inferius. Der Tragus ist eine kleine vorstehende Knorpelerhebung, die direkt vor dem Gehörgang liegt. Und der Antitragus liegt dem Tragus gegenüber, ist etwas kleiner, liegt oberhalb des Ohrläppchens und unterhalb der Concha. Die Concha oder das Cavum Conchae ist eine tiefe, muschelartige Vertiefung vor dem äußeren Gehörgang, also bildet den Boden des äußeren Ohres. Der Teil des Cavum Conchae, das über dem Crus helicis liegt, wird als Zymba oder Zymba Conchae bezeichnet. Der Beginn der Helix wird als Crus helicis oder Helixwurzel bezeichnet und ist der Teil der Helix, der von der Außenseite der Ohrmuschel nach innen zur Concha führt. Und zuletzt fehlt noch der unterste, fleischigste Teil des Ohres, der keinen Knorpel enthält, das Ohrläppchen, Lobus oder Lobulus genannt. Ich hoffe, dass nun die Ohranatomie leichter verständlich ist und in einem der nächsten Videos werde ich auf die Reflexzonen im Ohr eingehen. In der Zwischenzeit viel Erfolg beim Lernen!